Smart City Konzept, das ist eigentlich ein umfassender Ansatz. In der Schweiz wird das Thema nicht nur mit der Digitalisierung verstanden, das ist ein ganz wichtiges Ziel, ist wirklich eine effiziente und ressourcenschonende Stadtentwicklung anzukriegen, mit gleichzeitiger Förderung der Lebensqualität für die Bevölkerung. Die Chancen der Digitalisierung sollen aber natürlich genutzt werden und auch neue Technologien genutzt werden. Aber man hat auch einen grossen Fokus auf neue Zusammenarbeitsmodelle, die zukünftigen Herausforderungen anzugehen. Um die Zusammenarbeit zu fördern, haben wir einerseits eine physische Co-Location eingerichtet, aber auch eine digitale Co-Location. Und in dieser digitalen Co-Location arbeiten wir auf einem gemeinsamen Miroboard. Das heisst, alle Planer und ausführenden Gewerke legen jede Woche ihren Arbeitsstand ab. So können wir gewährleisten, dass alle immer alle Informationen haben, sehr transparent ist. Gleichzeitig haben wir noch auf Talux ein Kommunikationsboard, wo gleichzeitig auch unser BIM-Modell abgelegt ist, das implementiert, damit alle auch dort alle Informationen haben. Weil in unserem Projekt sind E-Mails eigentlich verboten. Wir sind halt in gewissen Leitschranken mit dem neuen Beschaffungsrecht, aber versuchen dort, auch dort innovative Lösungen, innovative Ansätze hineinzubringen. Das mit verschiedensten Pilotprojekten, die wir am Laufen haben, teilweise sogar in Zusammenarbeit mit der Rüsig. Viele Innovationsmethoden und Prozesse basieren auf Kommunikation. Wie kommen wir dort hin, indem wir es vorleben? Und zwar über alle verschiedenen Hierarchiestufen im ganzen Unternehmen. Ganz fest gefordert sind wir auf Stufen der Unternehmensleitung, dass wir es wirklich vorleben, dass wir aktiv zeigen, wie es eigentlich geht. Indem wir im ständigen Austausch sind. Gerade wir Geschäftsleitungsmitglieder sind da auch noch mal stark gefragt. Wir sollten an unsere Standorte gehen, wir sollten mit den Mitarbeitenden über alle Stufen hinweg, über alle Kanäle integriert kommunizieren. Und wir wissen alle, in unserer Branche schlummert da enorm viel Potenzial. Nutzen wir das. Voilà, en tout cas sur le CEO d'aujourd'hui, pour moi c'était une excellente conférence. On a vu qu'avec les participants, les gens qui ont présenté leur projet, leur référence, que l'USIC avec son think tank est bien dans le thème du jour. On doit absolument aller dans ces nouvelles méthodes, dans ces nouveautés. L'innovation est au cœur de nos métiers et l'USIC est un acteur clé pour ce sujet.